Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Ferrari Düsseldorf. Mein Name ist Frank Burbach und neben mir steht Achaz von Hake. Ja, wir beide haben heute ein spezielles, nee, kein spezielles Auto, aber vielleicht eine spezielle Farbe, Achaz. Was erwartet denn die Zuschauer heute? Ja, eigentlich hast du es ganz gut gesagt, weil es ist ein spezielles Auto. Weil wenn man das Auto sieht, dann denkt man sofort, es ist ein spezielles Auto. Es ist ein 296 GTB. Was jetzt vielleicht nicht so spektakulär auf den ersten Blick klingt. Wir haben natürlich schon viele 296 gezeigt, aber die Zusammenstellung ist spektakulär und dadurch wirkt das Auto direkt speziell. Ja, also irgendwie, wenn man es sieht, hat man gleich das Gefühl, hey, ist das ein Sondermodell, ist das irgendwas Spezielles, ist mir da irgendwas untergegangen, was neu rausgekommen ist von Ferrari? Nein. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, dass man sich mit diesen ja, Farben, Streifen, Leder, ja, dem ganzen Thema auseinandersetzt, auch Mut beweist. Und dann kommt sowas raus, wo wir als, ich nehme uns jetzt Ferrari-Experten, sofort sagen, Mensch, ist das ein Sondermodell. Aber wir haben Spaß daran gefunden, irgendwie besondere Farben auf die Fahrzeuge zu konfigurieren. Und ja, jetzt nehmen wir euch mal mit und zeigen euch, worüber wir sprechen. Also, dann bis gleich. Cheers. So, hier sind wir nun am Objekt der Begierde. Ich möchte eins vorweg, wo ist denn die Hauptkamera, meine Herren? Hier? Okay. Hallo. Ich möchte eins vorweg sagen, man sieht mal wieder, dass es ein Kunde ist, der schon ganz lange Ferrari fährt, Ferrari-Liebhaber ist und mehrere Modelle in der Garage hat und kein Konzept hat in seiner Zusammenstellung, also 0,0 Konzept, weil er macht immer was anderes, aber es ist immer wahnsinnig. Und heute haben wir mal wieder so ein wahnsinniges Auto. Also es ist nie das klassische Ersttäter-Auto. Nein. Ja, wo soll man anfangen? Ich glaube, wir fangen mal mit der Außenfarbe an. Verde Cares. Heißt die Farbe, also wie das Kehrsystem aus dem Formel 1. Also richtig grün, metallic, drei Schichtenlackierung, sehr aufwendig und das nicht genug, haben wir natürlich. Sieht man hier auch in der Sonne, dass es einfach ein Dreischichtlack ist, weil die Tiefe, die der Lack hat, die Metallic-Anteile, wie das glänzt, das ist einfach genial. Ja. Nicht genug davon haben wir noch eine Tricolore, also italienische Flagge, übers Fahrzeug lackiert, sprich weiß, rot, grün. Die geht einmal quer übers Fahrzeug. Und ja, in diesem Fall, ja, wer sich an die SF90-Videos erinnert, beim SF90 ist es so, Streifen gibt es nur mit Fiorano-Paket. Dieses Fahrzeug hat tatsächlich kein Fiorano-Paket. Ist zu erkennen vor allen Dingen an der vorderen Schnauze oder an dem Spoiler. Ansonsten können wir beim 296 auch Streifen ohne Fiorano-Paket lackieren. Das ist der große Unterschied beim 296. Ja, das geht einmal rüber, komplett bis nach hinten durch. Und nimmt die Kamera auch gleich noch auf, selbstverständlich. Dann, ja, Lackierung ist aber noch nicht alles erzählt. Wir haben tatsächlich noch die großen Scuderia-Logos lackiert. Painted Air Shields, also geairbrushed sind die. Das heißt sehr, sehr aufwendig, sprich Farbe aufwendig, Streifen aufwendig, Logos aufwendig. Dann haben wir das ganze Carbon-Paket und zu dem Carbon noch die Dreamline. Ja, also ich finde immer zu diesen Tops noch mal eins obendrauf. Ja. Also mehr geht eigentlich nicht. Durch diese Dreamline wirkt das Auto viel breiter. Und ich muss sagen, gerade die Heckpartie, das müssen wir gleich mal mit der Kamera noch mal einfangen, die Heckpartie ist sensationell. Durch die Dreamline kommt dieser Diffusor richtig zur Geltung, der sonst nicht verloren geht. Ja, aber insbesondere diese Partie, wenn es so in die Mitte geht, das zieht das Auto extrem weit nach unten und macht das dadurch flach und breit. Und das ist ein Highlight
des Carbons. Also ich glaube, wir müssen die Highlights das, erweitern. Man hebt das ganze Carbon nochmal hervor, eben durch die Pinstripe, die einmal ums Carbon rumgeht. Ja, auch heute hier auch schön zu sehen, das Ferrari-Logo, das Ferrari-Pferd in Schwarz ist ab Werk lieferbar. Weiß auch nicht jeder, also das ist möglich. Der Schriftzug bleibt immer in Silber gebürstet oder in Chrom, aber das Pferd kann man mittlerweile auch in Schwarz wählen. Früher immer nur bei limitierten Sondermodellen erhältlich, mittlerweile beim 296 Boris Sangwe SF90 auch in Matt-Schwarz zu haben. Dann allerdings ist auch immer das vordere Cavallino. Gut, wir haben ja beim 296 gar keins. Wenn beim SF90 oder bei anderen Fahrzeugen haben wir dann das vordere Cavallino in gebürstetem Alu. Genau. So, Achatz, ich würde heute gerne eine Ausnahme machen. Wir sind noch nicht fertig. Nein? Ich meine, wir haben sehr viele Highlights außen, aber wir haben auch Highlights im Fahrzeug. Sollen wir einen Coffee Break machen für die Zuschauer? Wie lange willst du noch moderieren? Ja, mach mal die Tür auf und du wirst direkt geflasht. Okay, ich mach mal die Tür auf. Ja, du hast recht. Crazy. Ist tatsächlich Premiere bei uns. Werdekers haben wir noch nie gehabt. Nein. Auf keinen Fall. Muss ich sagen, ich wollte mal einen Vorführwagen in Werdekers machen und dann warst du derjenige, der mich davon abgebracht hat. Also so viel zu dem Thema Werdekers. Heute haben wir so ein Auto hier und der junge Mann ist total aus dem Häuschen. Also ja, ist wirklich das Auto ist ein knaller Auto und dann so eine Farbe da drauf, das ist einfach Wahnsinn. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt macht man eine Tür auf und denkt, innen drin ist der schwarz, Pustekuchen, der ist innen drin einfach mal grün, Signalgrün, ist aber ein sehr, sehr schönes Grün. Auch da hört sich vielleicht doof an, aber es ist nicht zu viel Grün, aber wenn man im Auto sitzt, hat man das untere Armaturenbrett und Teil der Tür in grün, Armaturenbrett sonst oben das, und das Lenkrad und alles, Mitteltunnel, bleibt alles Schwarzleder. Und wenn man reinguckt, dann sieht man natürlich die grünen Sitze. Wir haben den weißen Streifen in der Mitte des Sitzes und weiße Cavallinos. Klar, passend zu außen oder zu dem weißen Streifen von der Tricolore oder zum weißen Streifen des Carbons. Das Konzept einfach in den Innenraum. Okay. Ich glaube, wir sollten den Rahmen jetzt nicht sprengen. Genau. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Heute machen wir das erste Mal eine Ausnahme. Wir machen hier immer drei Highlights. Das Auto hat so viele Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Wir machen heute vier Highlights. Ach, vier Highlights, du darfst starten. Oh, wunderbar. Ich beginne direkt mit Ton in Ton. Jeder, der mich kennt, weiß, ich finde Rot-Rot super. Und hier finde ich Grün-Grün gut. Also Grün innen, Grün außen, passt für mich hervorragend, sieht sensationell aus. Highlight Number One. Highlight Nummer Zwei, die Dreamline, insbesondere am Heckdiffusor. Ist eigentlich auch nicht mein Stil, aber hier finde ich es super gelungen. Das macht das halt so dieses Besondere, ja? Wo wir auch eingangs im Intro gesagt haben, ist das ein Sondermodell? So, da hat man sofort das Feeling, da muss irgendwas Besonderes passiert sein. Highlight Nummer zwei. Highlight Nummer drei ist die Motorabdeckung, dass da noch der Streifen drüber geht. Wenn man da so drauf guckt, das sieht einfach total irre aus, dass da noch der Streifen drüber geht. Also mein drittes Highlight. Im ersten Highlight ist auch die Farbe mit drin, deshalb nenne ich die jetzt nicht nochmal. Und das vierte Highlight am Auto sind Painted Shields. Absolut gigantisch, diese großen Schilder auf diesem kleinen Kotflügel. Eigentlich sollte man meinen, die Proportionen passen nicht, aber das macht es einfach so unique, wie das Auto hier steht. So, ja, Hartz, jetzt darfst du. Gut, du hast natürlich einiges vorweggenommen. Was ist, Auto hat aber viel zu bieten. Ich muss als Highlight Nummer 1 ganz klar sagen, dass ich das Farbzusammenspiel
sehr gut finde, das sprich das Grün mit der weißen Trikolore oder mit der Trikolore als solches, aber nicht nur einen einfachen Trikolore, sondern mit diesem weißen breiten Streifen. Das macht dadurch passt die Trikolore hier drauf, aber wenn man jetzt einfach komplett italienische Flagge hier drauf lackiert hätte, wäre das mit dem Grün tatsächlich gar nicht so zur Geltung gekommen. Dadurch, dass wir diesen weißen breiten Streifen haben, passt die Trikolore eben hier drauf. Und das ist mein Highlight Nummer 1. Mein Highlight Nummer 2 ist das grüne Leder innen drin. Ja, das ist vielleicht nicht ganz Matching der Außenfarbe, weil das Grün außen ein Ticken heller ist. Aber ich finde, es ist ein unheimlich schönes Grün des Leders, weil grünes Leder sieht nicht unbedingt immer schön aus. Hier passt das super gut zu dem ganzen Carbon im Interieur. Ein richtiger Kontrast wird gebildet. Also ich finde es sensationell, wie das hier auf dieser Carbonschale montiert ist. Das ist mein Highlight Nummer 2. Mein Highlight Nummer 3 ist ganz klar, was du eben auch schon gesagt hattest, die Dreamline auf dem Carbon. In der Heckpartie sieht man es sehr deutlich. Ich finde aber auch in der Frontpartie sieht man das und macht das Auto breiter, weil wir hier außen, außerhalb des Carbons, diese weiße Dreamline haben und auch hier weiß gewählt haben, nicht eine andere Farbe. Wir hätten ja jetzt hier zum Beispiel auch grün wählen können, aber dadurch, dass es weiß ist, kommt der mittlere Streifen wieder zur Geltung und wir haben einen größeren Kontrast. Und kurzen Einwand, die Dreamline zieht sich sogar über die Schaltpedals. Also auch da, ne? Wirklich. Jetzt nimm doch nicht mein viertes Highlight vorweg. Komm, das war doch nicht dein viertes Highlight. Mein viertes Highlight ist natürlich die Dreamline auf den Schaltwippen. Die sieht man von mir hier, ja, so ein bisschen, wir fangen das jetzt mit der Kamera nochmal ein. Von mir sieht man sie besser. Man sieht das als Fahrer gar nicht so, aber von außen sieht man das unheimlich gut. Auch da haben wir wieder wir haben das schon hin und wieder mal gehabt, das war einfach eine Dreamline auf den Schaltwippen haben, die ist ganz dünn, ist einfach so ein kleines i-Tüpfelchen und da wird mein Highlight Nummer 4. Okay, dann sind wir durch, sagen vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Abonnenten, wir haben jetzt mal kürzlich reingeschaut, über 5000 Abonnenten, irre, also sind wir sehr von begeistert und wünschen noch einen schönen Restsonntag und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.